Hallo Freunde, willkommen zurück bei DayZ. Wir stehen hier kurz vor dem Balota Airfield und der Major ist schon am Spotten, während der Bronze hier noch was in sich reinfuttert. Der Dennis ist natürlich auch noch am Start. Hallo Dennis. Hallöchen. Major, wie sieht's denn aus? Jetzt alles frei. Tower sieht frei aus, aber wir müssen... Eigentlich sollten wir uns jetzt taktisch clever gesehen, wäre es natürlich, uns hier zu verteilen ein bisschen, aber wir haben ja alle nichts. Ja genau, wir haben keine Waffen, wir können uns nicht wehren, also wir können ja schlecht. Am besten wäre es eigentlich, wenn der Major einen kompletten Rundgang machen würde, sich gegenüber von den Hangern stellen würde, in den Zwischen. Ich laufe jetzt mal gegenüber, aber könnt man sollen wir unsere Position halten, ja, ne? Genau. Und wir können ja hinter den Hangern schon mal gehen. Aber wir haben nichts, was, Dennis. Was, wenn da einer ist, dann... Ja, okay. Lass den Major erstmal spotten und aufklären. So, erstmal vielen Dank, dass ihr so fleißig in die Kommentare geschrieben habt. Wir können leider noch nicht auf eure Kommentare eingehen, da wir eine längere Session von mehreren Folgen machen. Das sind wieder 5-6 Folgen, die am Stück hier aufgenommen werden, damit ihr, während ich im Urlaub bin, auf DayZ gucken könnt. Was? Denn ich bin vom 3. bis zum 10. Oktober im Urlaub. Ich weiß gar nicht, ob das schon längst vorbei ist oder ob die Folgen da währenddessen kommen oder ob das noch erst kommt. Ich habe den Folgenplan gerade nicht so im Kopf. Ich weiß nur, DayZ kommt alle zwei Tage um 18.30 Uhr. Nochmal für alle, die sich fragen, wann DayZ denn kommt. Okay. Und es ist so, dass wir jetzt natürlich erstmal aufpassen müssen. Wir haben unseren Plan vom Let's Play ein bisschen umgeschmissen, denn wir wollten ja eigentlich euch immer so coole Challenges bieten und vor allem viel Adrenalin und so. Aber jetzt wollen wir wirklich mal zeigen, wie man DayZ richtig spielt. Von Anfang bis Ende so ein kleines so ein Überlebenstagebuch. Unser Tagebuch besteht in Seite 1 darin, dass wir gelootet haben. In Seite 2, wir haben Nahrung gefunden. Und auf Seite 3 steht jetzt, dass wir unsere Waffen suchen, um uns zu verteidigen, wenn wir auf andere Spieler treffen. Denn wir haben ja in der letzten Folge schon einen anderen Spieler getroffen, oder in der vorletzten, weiß ich gar nicht, den Sanitäter, so hieß der. Ein netter Kerl, der uns da auch bei einem Tauschgeschäft mit dem Major uns unterstützt hat. Und ja, Bonze, wie siehst du das? Ja, ich bin hier gerade auch schon ein bisschen am Spotten. Ja, ich gucke also auch schon ein bisschen an den Tower. Klar, die Idee vom postapokalyptischen Tagebuch fand ich ja schon mal ganz nett. Also deswegen, man kann hier einfach mal rumlaufen, gucken, was von Tag zu Tag so passiert. Vor allen Dingen. Und offensichtlich passiert ziemlich viel. Das Gute ist ja, dass man das jetzt auch wieder so spielen kann. Vorher ging es ja gar nicht, weil wirklich nur in Berenzino die Action abging, weil sie halt da alle gespawnt sind. Dadurch, dass die Spawn-Systeme, die Spawnpunkte jetzt wieder versetzt wurden und überall an der Küste entlang versetzt wurden, kann man das auch wieder so spielen, wie wir das jetzt aufziehen wollen. Kann natürlich genau, dann auch sein, dass hier viel los ist, dann natürlich in Balota gerade, ne? Weil in Elektro kannst du jetzt wieder spawnen und überall halt an der Küste. Ja, vor allem, weil es ja das einzigste Airfield ist, weil das jetzt wirklich an der Küste nah ist, also was jetzt wirklich nah am Spawnpunkt ist. Dieses andere Airfield, das Nordost-Airfield, ist ja, da ist ja nichts. Ist ja gar nichts. Eben, da kann man es ja ganz kurz sagen, bevor ich den Match noch unterbreche, wir spielen mit Update 049, was heute, also an dem Tag, wo wir es aufgenommen haben, rauskam. Deswegen veräußern die Erneuerung natürlich schon längst Pipifax, aber wir spielen das gerade frisch hier. Und das wollte ich nur kurz gesagt haben. Und ich muss echt sagen, das gefällt mir bisher ganz gut. So, jetzt bin ich ruhig. Jetzt lassen wir den Major reden. Also die rechte Seite des Airfields. Alter Major, bist du das da vorne? Ja, ne? Ja, wenn keiner da in dem Büschen campt, sollte alles frei sein. Lass mal links in das erste Gefängnis dann gehen, okay? Okay. Okay, dann geh du mal vor, weil du die Waffe hast. Du bist unser Anführer heute, Major. Mit seinem roten Barett hat der Major tatsächlich wieder... Ein waschechter Major ist wieder unterwegs. Ja. Wie man ihn kennt, wie man ihn lieben muss und auch hassen muss. Was hassen? Du hast den Major, was ist denn mit dir los? Was? Manchmal vielleicht. Ja, man muss echt dazu sagen, dass der Major echt viel Erfahrung hat, was man auch merkt. Und ich denke mal, dass wir ohne ihn schon ziemlich aufgeschmissen wären. Obwohl also, wir auch jetzt schon ein bisschen Selbsterfahrung sammeln können. Zombie-Futter wären wir schon gewesen. Zombie-Futter, tue ich auch immer recht gut. Pedigree für Zombies. So als taktisches, erhöht bitte die Erwartung nicht, wenn... Jetzt bam, 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 alles nein, gut. Man muss das ja auch schon mal einfach mal sagen, ne? Also, ein Zombie. Ich sag mal so, wir haben halt alle unsere Stärken und Schwächen und der eine hat halt ein stärkeres taktisches und strategisches Gefühl und der andere hat vielleicht dann zum Beispiel andere Stärken. Zum Beispiel in puncto Schutzsicherheit oder sonst irgendwas. Und da ist der Major nun mal einfach unser Taktiker, das kann man ja so sagen. Die Tür ist zu. Gutes Zeichen, schlechtes Zeichen. Halle? Walle. Jetzt müsste einer von uns, Newbies, die Tür öffnen und du müsstest reinzielen eigentlich, Major. Ja, komm, das machen wir doch so. Aber wie kommt, wo ist hier das Loch? Kann nicht lange überleben, wir suchen das Loch. Ich will hier aber gar nicht stehen. Warte, ich mach die Tür auf, ich mach das schon. Okay, Major, du müsstest direkt Waffe anvisieren, wie ein altes, wo Bronze und ich unterwegs waren. So, Major, machst du Action oder was? Okay, pass auf. Major, machst du Action oder was? Drei, ich sag, wenn auf mein Kommando machst du auf. 3, 2, 1, Tür auf. Auf, frei. Ich geh zuerst rein. Immer nach hinten kommen. Das war ganz gut. Oh, hier liegen Sachen. Hier war 100 pro einer. Hier liegt eine Menge. Nee, warum das denn? Die liegen auf dem Bett, Alter. Nein, warte mal, Leute. Guck mal hier. Guck mal hier in der Ecke. Meinst du auf das Tempo oder was? Ja, hier liegt. Ja, guck mal hier. Alles auf einer Dings. Jedenfalls habe ich einen Hunter. Salim Beck. Geht nicht. Worn sind die Sachen. Damage.
Okay, aufpassen, aufpassen. Ich hab's mal mitgenommen. Nicht, dass er oben an der Treppe hockt. Nicht oben ist die Tür zu, oben ist die Tür dazu. Ja, ich weiß nicht. Okay, wir machen erstmal, ich mach erstmal die Prison-Tür. Ja, okay, wir dürfen nicht durcheinander quatschen. Mach die Haupttür zu. Jetzt nicht. Einfach keine Hektik. Der Major muss eh handeln, weil wir eh nichts machen. Also guck mal, was ich sagen kann, hier liegt eine Winter Hunter Pants und in der Winter Hunter Pants war eine Taschenlampe drin. Also muss jemand die hier geswitcht haben. Das war ich hab die Hose gerade geswitcht. Okay, Dennis. oben ist frei. Also hier war auf jeden Fall ein Kampf, weil hier die Sachen sind ruiniert, aber wir kommen entweder zu spät. Oben ist auch nichts Besonderes, wurde alles außer einem Mittel. Alles schon weg, oder was? Nehme ich mir mit. Dann. Ja, alles weg. Was ist das denn? Telescopic Baiten, das braucht man nicht, oder? Das ist jetzt nicht so stark, oder? Nee, du hast den Teleskopstab, der ist nicht so gut. Genau. Wie sieht's aus mit der Machete? Ist die wichtig? Kann man damit schlagen? Nee, ne? Doch, aber bringt halt nichts. Okay, gut. Okay, mein Stuff ist weg. Ich habe ein Fernglas gefunden und zwei Dosen. Von dem Typen, der hier anscheinend erlegt wurde, aber wer auch immer das war, werden es sich herausfinden. Das ist bei der sie immer so die Vorgeschichte gewesen. Vielleicht läuft ja sein Mörder irgendwo noch hier rum. Ja. Mal weg von der Tür da. Ich mach die jetzt auf. Okay, ich gehe hier. Noch jemand drei ist zufällig, weil ich habe hier auch gerade schon wieder gelben Hunger. Aber mir geht's noch. Seid ihr alle bereit? Jo, let's go. Ich bin bereit. Bei. Ich würde sagen, die Lagerhalle ist unser Ziel, ne? Ja, go. Wie gesagt, es kann wirklich an jeder Ecke hier einer sitzen jetzt. Wer weiß, was da passiert ist. Lagerhalle rein oder was? Also ich bin mir schon fast sicher, dass wir hier auf ist ein Bacon. Menschen treffen werden. Habt ihr mal mitgenommen einfach, das können wir alles nachher noch. Hier sind Schuhe. Ja. Combat Boots, werde ich mal anziehen. Ganz sicher, ganz wichtig natürlich nicht hier einfach doof in der Gegend rumstehen. Nee, das ist wichtig. Weil dann bist du natürlich ein leichtes Ziel, ne? Ja. Für die Sniper. Immer in Bewegung bleiben. Wenn jetzt leider jemand gegenüber liegt, ne, können wir nichts machen. Ja, uns bleibt aber nichts anderes übrig. Wir müssen es gerade wagen. Wir müssen es einfach wagen. Du kannst ja auch schlecht. Wir brauchen mindestens noch einen, der ausgerüstet ist mit einer Waffe. Nimm mal bitte einer die Axt und dann. Ja, nimm mal. Ich habe leider keine Axt. Aber ist eine ganz gut. Ich habe eine Axt, ich habe sie rausgeholt. Okay. Ich hole mir den Zombie. Links. Ich hole mir seinen knackigen Zombie-Arsch. Und die anderen in Bewegung bleiben, ja? Ja, ich bin hinter dem Major. Ich laufe zickzack. Man weiß ja nie. Kann mir nicht vorstellen, warum hat er nicht geschlagen? Dass Airfield hier frei ist. Nee, das glaube ich auch nicht, Aber wenn hier irgendwo ein Sniper sitzt. Wie lange ist das Battle her da jetzt? Wenn überhaupt ein Sniper, es muss nicht unbedingt ein Sniper sein. Ja, siehst du, jetzt fängt natürlich wieder das Rätsel an. Genau. Ne? Was ist hier passiert und wann ist das hier passiert? Mal gucken. Was meint ihr? Könnt ihr mal eine Story in die Kommentare schreiben? Was könnte da passiert sein auf dem Airfield? Also ihr habt gesehen, da lagen getragene Sachen. Da ist auf jeden Fall irgendwas passiert, auch kaputte Sachen. Ja, komplett ruiniert. Bin hinter dir, Major? Sollen wir alle in den Tower rein? Nein. Also, hoch auf jeden Fall, nicht alle. Okay, gut. Dann bleib ich hier unten sitzen. Immer hoch, bin erster Stock, sauber. Aber hier wurde gelootet, hier ist kaum was. Komm jetzt auch rein. Sonnenbrille, ich mach die Tür zu, wenn du reinkommst. Lass mich mal hoch erst. Drin. Ja, aber oben ist sauber, Major, meine ich. Bin mir nicht sicher, aber ich habe von außen nichts gesehen. Ja, hier ist ein Rucksack. Ein großen? Ich leg mich erstmal hin. Oh, schön grün. Ah, wunderbar. Ja. Ich leg mich auch mal hin. Erstmal mal ein bisschen ausatmen. Was liegt denn hier? Portable Gas Stove. Ja, gegenüber steht ein Zombie, also das ist schon mal ein gutes Zeichen auf jeden Fall. Genau. Direkt gegenüber von uns. Ja genau, das ist eigentlich ein gutes Zeichen, auch der Zombie, der gerade rumstand, das ist eigentlich immer ein schönes Zeichen. Weil wer weiß, wie hoch die despawn. Ja, stimmt natürlich auch, ne? Hier wieder runter. Ja. Danke für die Deckung auf jeden Fall. Aber hier oben war, also hier im Tower war auch auf jeden Fall jemand. Also hier ist alles weg. Ich glaube, wir werden nicht so viel Erfolg hier haben mit dem Looten. Ja, aber hier in der Nähe gibt es eine Military-Base, ne? Auch. Ja, wir haben es auf jeden Fall versucht. Wir müssen es ja versuchen. Ja, es ist ja jetzt unser Ziel, uns hier irgendwie durchzukämpfen. Guck mal. Wer sitzt hier? Ronze, siehst du links gegenüber? Da ist im Waldgebiet ein Zombie, weißt du? Ja. Hat der da irgendwie Aggro oder steht der da nur so? Weil der macht irgendwelche Der steht da einfach. Nee, das ist normal. Die Animation ist auch neu, oder was? Nee, das gab es beim letzten Mal auch schon, dass sie sich so schrecken. Dann weiter. Es gibt aber neue Kampfanimationen für Zombies, oder? Ja, das haben sie doch auch in den Patch Notes geschrieben. Wie sieht es aus hier mit dem Schuppen? Da kann ich auch mal reingucken, nur zur Sicherheit. Ja, und hier in den anderen Hangar mal checken. Hier ist ein Bauhelm, hier ist ein Seil. Natürlich jetzt auch wieder so ein Ding, dass man jetzt die Türen hört. Beim anderen Prison ist die Tür auf. Genau, das ist jetzt auch was Cooles, dass man die Türen hört. Dann hört man das immer, wenn... Okay, hier ist ein Rucksack, wir brauchen einen grünen Rucksack. Grünen Rucksack? Mhm. Okay,
Okay, dann kann der Bronx ja gerne mitnehmen, falls er noch keinen roten hat. Brauche ich eigentlich. Einen roten? Warum brauchst du einen roten? Mit. Ich nehme, oder wenn keiner. Ja, ich bin ja der Red Ranger. Nee, Green Mountain Pack ist das, den habe ich jetzt. Okay, ach so. Okay, super. Kannst schnell die Sachen switchen. Okay, war alles. Okay, langsam wird's, ey. Jetzt bräuchte ich eigentlich nur noch ein anderes Oberteil und eine Waffe und dann bin ich schon richtig cool wieder ausgerüstet. Oh, wenn man überlegt, dass wir pudelnackt angefangen haben. Ach nee, das ist gar kein, das ist nur Müll. Moment, Leute, Moment. Aufpassen. Ich steig reinlaufen. Hier ist auch alles offen, Leute. Mensch, soll mal vorgehen, bitte. Unten ist clear. Klebeband, brauchen wir Klebeband? Kann man damit schon was anstellen? Welcher bist du oben? Brauchen wir nicht, nee, noch nicht oben. Ich hab sonst Klebeband. Mit. Super. Dann nicht glitchen, Leute, einer nach dem anderen. Moment, noch nicht hochkommen, Leute. Ich bin unten drin, ne? Hier waren auch Leute, das... Aber hier, guck mal, hier liegt alles trinken, Major, da ist... Warte mal. Ja, aber die, es gibt Loot Respawn, ne, Dennis? Geliban ist frei, ne? Ja. Summer Hunter Pants, ich wechsle mal ganz schnell die Hosen. Was ist denn das, Alter? So, ich habe jetzt hier schon mal die ersten ACP-Rounds gefunden. Guck mal, hier sind die neuen Taschen, ne? Habt ihr die schon gesehen? Was? Neue Taschen? Das kann man damit machen, das ist in so einem Backpack, ein kleiner. Alter, hier ist ja noch überall Kohle und da sind noch neue Schuhe. Ja, super, das, alles mitnehmen. Wenn einer da oben auf dem Berg da Dings hockt, ne? Ja, ich würde sagen, ich gehe mal wieder hier raus, nicht im Gang stehen bleiben am besten. Ja. Kohle, alles mitnehmen, Leute, ne? Trinken und so ist sehr wichtig. Boah, eine Axt wäre gut langsam mal, aber ich... Und guckt auch in die Ecken rein, ich habe jetzt schon wieder eine Cola gefunden, die voll versteckt war. Ist eine Axt, Axt stärker als eine Crowbar? Ja, natürlich. Klar. Ja, auf jeden Fall. Okay, ich glaube, die Axt ist das stärkste Werkzeug, wo man halt mit schlagen kann, oder? Nicht eine Axt, eine Schaufel meine ich. Sorry. Ja, ist derselbe Müll, aber glaube ich besser als eine Crowbar. Derselbe. Ja, ist, glaube ich, der Elektroschocker besser, ey. Ja, der Elektroschocker, der ist ja mit zwei Schlägen, hat, macht das Ding Schrott, ne, den Zombie. Okay, okay, weiter geht's bereit? Zu den Baracken jetzt, ne? Na, nicht direkt aber rüber, oder nee, so, nee, direkt rüber. Direkt rüber, oder? Ja, okay, riskieren, wir kommen. So. Einfach direkt rüber rennen, okay, alles klar. No risk, no fun. Die Sonne geht gerade auch noch unter, wie man hier sieht. Die Türen sind auf. Ja, ja, klar. Ich denke mal, der hat ja eine komplette Tour übers Airfield gemacht. Ja, hoffen wir, dass Loot Respawn was bringt. Ach stimmt, das ist ja auch neu in DayZ. Ja. 20 Leute auf dem Server, ne? Das ist schon... Also es kann immer irgendwo was sein. Überall in der Postapokalypse. Okay, jeder müsste in eine Baracke jetzt gehen. Ja, ich mach die ganz links. Erstmal immer von außen gucken, ob einer drin ist, ja. Hier ist nur eine Tür auf, Alter. Oh, hier liegt eine Waffe schon mal. Welche? Ein Sporter. Kannst du liegen lassen. Nee, nee, brauche ich echt nicht. Hier ist nur eine Tür. Ah, nee. Hunter Backpack. Hier liegt ein Pfeil. Composite Arrow. Warte mal ein bisschen hier hinter. Ah, hier ist nix, Leute, Alter. Hunter Backpack gar nichts. Ist hier nur. Ja. Alles leer, alles. Fuck, ey. Aber das ist auch neu, hä? Alter, hier liegt auch eine Sport, eine Kabine, Mann. CR527. Aber ich habe eine Camouflage-Hose gefunden. Habt ihr eine Erneuerung bemerkt? Was denn? Was denn? Die Türen gehen auch jetzt immer in die... Nach innen. Ja, das habe ich gerade auch bemerkt. Und nach außen. Also, kommt drauf an, von wo man öffnet. Ja. Und das war früher nicht so. Immer nach außen gingen die Türen auf. Okay, ist sauber alles hier. Okay, die Zelte mitnehmen noch, die Zelte. Ja. Also bis jetzt sind wir auf keinen Spieler getroffen hier, aber hier lauert irgendwo einer. Der ist wahrscheinlich ein paar Minuten vor uns hier. Ja, ja, wir sind auf jeden Fall auf den Spuren von dem. Aber wir haben immer noch keine Waffe. Wie man es irgendwie immer weiß, dass da jemand ist, ne? Und irgendwo ist dann wirklich einer. Also irgendwie kommt es mir so vor, als hätten die den Loot der verschiedenen Airbases angepasst, weil da lagen jetzt nur diese Sporter und so. Vielleicht liegt es ja auch daran, dass wirklich an dem fetten Airfield, an dem großen, nur diese großen Waffen spawnen. Was ist hier los? Läuft's. Hä? Ach, yo, das Airfield. Da hinten läuft ein Spieler. Nee, Zombie. Das ist ein Zombie, der läuft aber. Der läuft jetzt. Wo läuft der hin? Läuft hier jetzt hinten am Baum stellen. Wo ist hinten, Spieler Leute? Seht. Nicht einfach so guck mal, Major, ganz einfach. Guck mal, du siehst. Ah, der doch, ist in die Mauer reingelaufen, ne? Der ist in die Mauer reingegangen. Also läuft jetzt hundertprozentig jemand. Versteckt Major, guck mich mal an. Moment, ich sehe den, ja. Okay, wo ist der? Der ist aber ziemlich schnell, ne, Zombie? Alter, der ist ja erstmal so ein Müllwagen durch, der Leute. Der läuft Richtung Tower, oder? So, und ganz kurz, wer sich wundert, wo die Military Base ist, die wurde tatsächlich entfernt bzw. versetzt. Das habe ich ganz vergessen zu sagen. Versetzt? Okay. Ach was? Wo denn? Wohin? Das aussieht jetzt hier, das haben die nicht gesagt. Okay. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall einen anderen Spieler hier, wie es aussieht. Ich geh mal Vielleicht können wir uns so die Waffe besorgen.
Ja, wir dürfen auf jeden Fall nicht alle so viel rumrennen, weil wir haben wirklich keine Waffe. Wir können uns nicht. Ja, wir müssen aber gucken, dass wir mit spotten können mit dem Menschen. Ja, genau. Ja. Und halt ein bisschen ablenken zur Not. Ich sehe keinen Zombie mehr. Ja, vielleicht hat er den getötet. Ja. Vielleicht sitzt der Typ mit uns hier wirklich auch in der Waldreihe jetzt hier. Ja, muss er so sein. Hat den blauen UN-Helm auf, ne? Ja, ja. Major hat das rote Barett und Dennis, komm mal her. Ich hab einen blauen Helm auf, einen grünen Helm auf. So, auch weiter, auf jeden Fall weiter rechts, wo der Zombie hingelaufen ist. Merkt euch das, Leute. Aber der ist schon hier rausgelaufen. Aus der Waldreihe. Also sollte der nicht hier sein, ne? Der Zombie ist hier reingelaufen. Ja, aber ne, ich hab den gesehen, wie der Zombie noch hier rausgelaufen ist auch. Hä? Aber der ist doch hier hingelaufen. Ja, der ist hier. Ja, der ist hier reingelaufen und ist aber Richtung Tower oder so gelaufen, noch weiter. Ach so. Ja. Aber aus so einer Distanz, Alter? Das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Achtet auf die Büsche, Leute. Es kann immer sein, dass da jemand drin liegt. Okay, gerade ich bin hier ein Stück weiter vorgegangen zum Eingang. Ja, ich bin hinter dir, ja. Oh, da haben wir Zombie-Wickel, Akku. Auf uns? Ja, da. Und ich hau der mit der Schaufel beim Kopf. Komm her, wo rennst du denn hin, mein Freund? Wo ist der Spieler? Also hattet ihr einen Spieler gesehen oder nur den Zombie, der rüber gerannt ist? Alter. Zombie, aber wo rennt ein Zombie hin zum Spieler? Alter. Mit der Schaufel. Aufpassen. Links, Alter. Hier, guck mal. Bam! Batz! warte, lass mich. Komm, Curry, Gnadenschuss. Batz! Das ist Filmarbeit. Voll verprügelt. Ja, wie gehen wir jetzt vor? Wollen wir jetzt zur Meteor Base weiter, oder? Ja, wo denn? Wie, wo denn? Achso, ja. Meinst du so großen? Du das große Airfield, nee. Hier in Pavlovo, oder? Ne, wie heißt die Stadt? Pavlovo, ne? Achso, meinst du die Straße weiter lenken? Okay. Ja, dann gehen wir dahin. Die ist, genau, die ist gar nicht mal so weit entfernt von hier. Die ist nordwestlich einfach, ne? Bis das ist unser nächstes Ziel. Sehr im Westen, glaube ich. Warte mal, ich muss mal meinen Kompass raussagen. Also, wenn du das Fernglas nicht brauchst, ich weiß nicht, wer es aufgenommen hat, aber dann musst du das mal geben, ne? Ein Fernglas ist echt wichtig manchmal, ey. Da kannst du echt viel mitmachen. Immer schön benutzen. Super. Ja, die Waldreihe entlang an der Mauer unten rennen. Und dann, gehen wir durch Balota. Richtung das ist aber trotzdem seltsam. Ein Zombie. Komisch, die ganzen Sachen sind hier gelootet. Ja, wir können hier vielleicht bauen. Vielleicht war er doch schon vor längerer Zeit hier und ist dann weitergezogen. Also eigentlich haben wir uns ja als Ziel gesetzt, irgendwann dann am NW anzukommen und dann mal irgendwie Feindkontakt zu suchen, ne? Ja. Bis dahin aber brauchen wir halt Equipment, ne? Ja, das ist das Problem, so können wir nicht lange weitermachen. Ja, ja, nur Waffe, das geht einfach nicht. Das stimmt. Also ich hätte jetzt auch gedacht, dass wir hier ein bisschen mehr finden, aber wir haben ja echt nichts gefunden, ne? Alles leer. Ja, wir gehen jetzt dahin, wo der Major gesagt hat. Also hier ist das nackte Überleben. Wir haben auf jeden Fall Energize, bin ich in Hydrated, das ist schon mal das Gute an der ganzen Geschichte. Aber wir können uns bei einem Gefecht absolut nicht wehren. Da müssen wir alles auf den Major setzen und wenn der down ist, haben wir nichts, dann sind wir absolut ausgeliefert. Deswegen müssen wir unbedingt eine Pistole, eine MG oder sowas finden. Ist schon hat jemand heikel. Von euch Adleraugen rechts auf dem Sniperberg? Könnt ihr was erkennen? Adleraugen? Ja, aber ich will nicht stehen bleiben lassen. Wie soll man denn sowas erkennen? Ich bin jetzt hier bei den Baracken, ne? Ja, seid ihr hinter oder vor der Mauer? Weiter Richtung Balota, rechts auf dem freien Feld liegt eine Scheune. Das können wir uns nochmal sammeln. Ja. Mitten auf dem freien Feld, wenn du Richtung Balota oder Kamarovo rennst, wenn du Richtung Kamarovo rennst. Meine Herren. Aber da pure Anspannung. Ne? Oh, ja. Ist immer so, wenn man nichts weiß, dann ist es immer so krass irgendwie. So, wir sind in der Scheune Bronze. Ja, ich laufe jetzt gerade durch Balota durch. Ja, rechts auf dem freien Feld ist so ein Haus, so eine Scheune. Wenn du ein Balota bist. Ein Colt, sagt mir, ich habe eine dicke Jacke an. Ja, du musst jetzt rechts, ich habe dich gesehen in der Stadt. So fast um die 90 Grad. So. Mann, wie kann ihm denn kalt sein, wenn er so eine dicke Jacke hat, der Kerle? Was ist denn da los? Bei mir steht alles mal, so, der Mantel sitzt. Der Cooling ist auch schon wieder kalt. Cooling Off steht bei mir.
Ja. Dann liegt vielleicht auch wirklich so ein bisschen dann an der Umwelt hier. Vielleicht haben die das ja auch so ein bisschen angepasst, sage ich mal, dass das mal mehr, mal weniger ist. Kann sein, stimmt. So, Bronze, findest du uns? Ja, der ist da. Ich bin da. Weiter. So, wir müssen westlich, so nordwestlich hier ist gut. Okay, Curry, weiter geht's. Weiter geht's. Wir müssen auf jeden Fall jetzt zu der anderen Dings erstmal, ne? Zu dieser anderen Militärstation da. Ja, ist hier direkt um die Ecke eigentlich so. Genau, das ist ja diese Straße, die die verschiedenen Militärpunkte verbindet, ne? Genau. Ich wollte immer die ganze Zeit noch irgendwo in die Ferne und gucke. Tiere habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Tiere, ne? Stimmt. Während Zino waren immer viele Tiere. Wir rennen jetzt natürlich übers freie Feld, aber... Okay, Treffen auf dieser Entfernung, dann muss schon echt gut sein, ne? Ja. Und zur Not, ach so, wir müssen uns echt nochmal Splint oder sowas basteln, dann müssen wir nochmal hier einen Busch auseinandernehmen. Ja. Jeder sollte mindestens einen dabei haben, das können wir ja machen, wir haben ja Rex. Ja, genau. Genau, ich bräuchte gleich noch vielleicht zwei Stück. Da links ist ein Tier, ein Reh. Oh, soll ich mal Elektroschocken? Wie sieht's denn aus mit Fleisch, Leute? Ja, komm, wir nehmen den mal mit. Ja, okay. Schön. Ja, das wäre ganz gut. Hat jemand Streichhölzer? Ja, hab ich. Ach cool, dann können wir, aber wir haben keinen Kochtopf, ne? Ich hab Streichhölzer, ja. Aber, nee, wir können uns ein Lagerfeuer machen. Lagerfeuer, komm. Kann man dann das Fleisch einfach so reinlegen? Warte mal, Major, ja, natürlich. Okay. Ich wollte eigentlich gerne Elektroschocken, aber es wird wahrscheinlich eh nicht funktionieren. Warte, falls es wegläuft, ich gehe mal ein bisschen in eine andere Richtung. Wir müssen eh irgendwie bald mal Lagerfeuer machen, ne? Wie das Tier ist sterben, wir werden es erfahren. Soll ich ihn einfach totschießen? Nein, warte. Keine Schüsse verschwenden, wenn wir es auch so einfach töten können. Da müssen wir den erstmal. Oh, Alter! Alter, wie schnell ist der denn? Alter, wieder abhaut. Das kriegst du nicht so. Das musst du erleben. Da, warte. Psst. Voll daneben. Ich sehe nur, wie der Schuss hinten einschlägt. Nee, mein Scope, Alter, wackelt wie sonst was. Ja klar, voll außer Atem. Komm, Major, du schaffst es. Nee, ich will nicht schießen. Lass den mal umkreisen. Ja, wie denn? Guck mal, Bonze, geh mal ganz rechts. Ich geh links rum. Ja, geh mal einer ganz außen rechts. Alter, voll die Neandertaler. Aber wieso willst du nicht schießen? Ist doch egal. Ja, okay, warte, der hat seinen Kopf gehoben. Schieß nur noch nicht, Leute. Warte, okay, wir haben ihn gleich im Runde. Ja, was denn jetzt? Schießen wir jetzt nicht? Haben wir ihn. Jetzt auf jetzt vier Seiten ran, da, komm. Ihr dürft ihn nicht hier kommen lassen, ja, nein. Ja, kannst du vergessen, das kannst du nicht. Alter, ist der fast in mich reingelaufen. Lass ihn stillstehen. Alter, wie schnell der abgeht, ne? Ja. Wie so ein blödes Tier nicht, ey. Ja, okay, jetzt aber fang mal so ein Reh, Alter. Ja, ohne Gewehr. Ja, der Major müsste es erst schießen. Das ja, kriegst du gar nicht real life draußen. Ich werde jetzt schießen, aber ich werde näher dran gehen, weil mein Scope... Ja, du kannst ja schon ein Stückchen näher rangehen, das ist ja das Gute. Und Not können wir auch eine Minute ausharren, so wie es der Jäger macht. Ach Quatsch, ich schieße ihn jetzt. Da, guck mal, jetzt steht es gerade so breit. Das ist eine große Sache, wäre, weißt du? Oh, wir erlegen gerade unser erstes Reh. Sehr schön. Bam. Sehr schön. Ja, siehst du, also wenn du Waffe hast, dann bist du schon echt im Vorteil beim Jagen. Also... Mhm. War jemand hier was zum... Hängt der Server wieder oder was? Nee. Okay. Mal aufschneiden. Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Na klar. Hast du eine Machete? Bronze? Eine Machete oder so? Ja, hab ich. Sehr schön. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er so abgeht, Alter. I'm too far away, okay. Wie der wirklich abgegangen ist, so voll abgehauen, so, weißt du? Ja, die waren früher langsamer, ne? Ja, das war echt einfacher. Ja, okay, vielleicht kommt es auch aufs Tier an. Also ich habe bis jetzt nur Kühe gesehen, die sind natürlich nicht so schnell, ne? Armes Rehchen, das tut mir leid. Aber ich glaube, es ist an einem besseren Ort jetzt. Das stimmt. Okay, ich drop das Fleisch mal hier raus. Bei mir ist es noch nicht tot hier, ist noch immer noch da. Ah, jetzt. Das können wir ja mal aufteilen, dann können wir uns gleich vielleicht, wenn wir kurz von dem großen Airfield sind. Was kann man denn mit dem Fell eigentlich machen? Ich kann das gar nicht rausschmeißen hier aus meinem Inventar. Warum? Okay. Warte mal, hier liegt auch Fleisch oder? Nee, hier liegt nur das Fell. Hast du doch rausgeschmissen. Ja? 16%, ja. Aber nur. Nee, weil das immer noch in meinem Inventar halt drin ist, weißt du, deswegen. Nee, hier liegt ja, ich hab mehrmals Fleisch. Ah, jetzt geht's da schon wieder. 18%, Alter. Ich hoffe mal, das kann man jetzt schneller braten. Ich nehme auch mal ein Stückchen. Wir müssen echt bald mal ein Lagerfeuer machen, weil irgendwie bekomme ich ziemlich schnell. Ich würde aber vorschlagen, dass wir erstmal noch ein bisschen laufen. Mhm.
Soll man das Fell mitnehmen oder hier lassen? Ich weiß ja nicht, was man damit machen kann, das ist ja das Problem. Rucksack, soweit ich weiß, lass liegen. Craft Leather Sack with Deer Pelt and Kitchen Knife. Okay, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Okay, ne? Direkt weiter, Leute. Kommt. Wir haben unser Ort, da müssen wir hin. Allerdings haben wir jetzt mal ein bisschen Fleisch, das ist gar nicht mal so schlecht. Aber so ein Rucksack craften wäre eigentlich mal cool. Einfach mal so, wie es aussieht. Genau, eigentlich stimmt das. Eigentlich hat der Bronze recht. Ja, okay, ja, also, den haben wir ja jetzt auch schon öfters gesehen, diesen Rucksack, ne? Achso, ja, nö, ich nicht, deswegen. Wollen wir uns mal eben Busch suchen? Okay, oder lass erstmal weiterlaufen, ne? Ich würde vorschlagen, dass wir erstmal, dass wir die erste Militärbasis aufsuchen und danach dann das Feuer machen. Genau. Genau. Wie weit ist es noch von hier entfernt? Nicht lange, also ich schätze 2-3 Minuten, wenn wir richtig rennen. Okay. Ich vertraue deine Orientierung. Was eine mega Reise schon wieder, ne? Ja klar, von einmal durch ganz Chernobyl durch, im Endeffekt. Ja okay, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Wollen's wieder am Eskalieren? Alter, was ist das denn hier? LOL! Traumvorstellung! Guck mal, vor die Statue! Alter, was ist das? Ist das ein Elefant? Hier? Ach nee! Ich will's aussehen, ich seh's nicht! Von der Seite sah es aus wie so ein Rüssel. Hier. Alter, das ist voll die Box! Alter! LOL! Geh weg da, ich will das auch! Das ist ein Funkmast, das ist fern. Warte, da kannst du was machen. Ne, du kannst hier nur suchen. Alter, wir haben hier so ein geheime... Alter, was ist das denn? Das habe ich noch nie gesehen, Mann. Was haben wir das gefunden? Ist das ein Elefant? Ne, von der Seite, guck mal, hier sieht's aus so wie ein Rüssel, weißt du? Krass, und, Alter. Kann man das jetzt irgendwie benutzen, hier den Funkmast? Nee, das ist einfach nur so, das ist einfach nur... Weiß ich nicht. Boah, ob wir wohl früher mal irgendwie Städte gewesen sind oder so? Aber das habe ich noch nie gesehen hier. Nee, ich auch nicht. Ja, ich auch nicht, also... Aber guck mal, wie krass, dass das mitten im Wald einfach so rumsteht, weißt du? Ich hab mich voll erschrocken, ey. Ja, Leute, wir müssen unser Ziel vor den Augen halten, weil da geht's. Ja, ich glaube, wir sollen weiterlaufen. Du kommst im Dunkeln hier an, ey. Du guckst dich so ein Ding an, boah. Das war der beste Satz. Voll der Imperator, so. Ist das ein Elefant? Ja, der Major mit der Elefant, ey. Far Cry 4 ist er schon. Jetzt hast du wieder geraucht, ey. Volle Pilze. Ach, guck mal, da vorne können wir was trinken. Ja. Oh, ich habe echt Hunger, Mann. Braun. Ah, ich esse mal eben hier Reis. Ja, gleich gibt's lecker Steak, boah. Ja, ess Reis und trink hier. Kannst ja trinken. Oh, it's a steak. Wenn wir erstmal baden. Ich bin immer noch hydrated, ey. Hat jemand Reis? Ja, ja. Ich hab noch 20%. Ja, hau rein. Also wenn du Hunger hast, ess das. Ja, ich hab jetzt wieder gelb, das geht eigentlich. Du hast gelb? Du hast die Gelbsucht. Hat jemand eine Axt? Kann jemand Dosen öffnen? Ich kann ja. Dann komm mal her. Kannst du mit einem Schuss bist du down, ne, wenn du nicht helfen bist. Ja, nee, ich hab hier mal was hingelegt. Aber denk dran, da kommt nicht so viel raus. Also, weil kannst du mir das mal aufmachen? Ne? Ja, zack. Ich esse den Reis jetzt auf da. Zack. Mach das. Danke, dass du euch so... Zack. Hat ihr auch noch aufmachen? Zack. Darf ich davon eine haben? Ja. Ah. So ganz nett gefragt. Ja, muss man ja fragen, ne? Nicht einfach nehmen, das ist ja nicht gentleman-like. Die sind ja nicht bei den Flodders, ne? So, das waren jetzt drei Stück. Wo sind meine Pfirsiche da? Haben wir nicht meine Pfirsiche, Mann? Die Pfirsiche sind alles, was ich habe. Pfirsiche. Boah, meine Alter! Pfirsiche. Was denn? Du kannst wieder... Alter, das ist Schuss, oder? Nein, du Wichser, ey, du hast gegen den Baum gehauen, ey. Alter, Major, Mann. Der Major ist wieder durch. Weißt du, er sieht wieder Elefanten. Er will wieder eingesperrt werden, weißt du? Gefährne, ey. Mmh, lecker, 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 yummy. Warum steht... Wasser für die Elefanten. I'm was will der denn von mir? Guck mal, I'm cold. Warum? Ich bin doch super, super angezogen. Ja, aber es ist auch Abend, Mann. Das ist bestimmt jetzt langsam wird's kälter. Ja, okay, aber... Spürst du das nicht? Stimmt, Zelte haben wir ja auch noch gar nicht gefunden. Das wäre auch natürlich cool, ne? So, später so ein Lager aufbauen. Das wäre Hammer. Weil da kann man ja auch Sachen drin lagern. So, ich bin fertig. Wir können meiner Meinung nach weitergehen. Meiner Meinung nach... Ja, ich trinke noch kurz meine Pepsi. Warte, ich mach kurz Dehnübung, dann wird wieder... Dehnübung, Knochen dehnen oder was? Genau. Okay, oh, ja, genau. Oh, eben hier. Die Hüfte. Ein paar Liegestütze machen, ein paar Liegestütze, dann geht das, ey. Okay, weiter geht's. Komm, Leute, wir müssen jetzt mal wieder hier... Butter bei der Fische. Ach, jetzt geht's hier den Berg hoch. Oh, nee. Er ist ein bisschen gepumpt. Geht bei euch auch? Du, ne? I'm shaking? Nee. Naja, steht bei mir auch. Du zitterst halt, du bist echt kalt. Ja, klar, du bist schon fast durchgefroren zum Kältetod. Ja, die Zehen fallen so ab, weißt du? So ein Raucherzeh. Ey, lass Reinhold Messner in Ruhe, ja? Alter. Ah, der Buddy ist viel wieder böse. Ich finde aber, bei der Sie könnte auch irgendwann mal eine neue Map kommen. Eine neue Map, ne? Ja, das wäre auch mal cool. So eine Wintermap wäre mal richtig geil, Alter. Oder New York. Ja, so eine moderne Stadt. Ja, weißt du, Bronx muss direkt wieder ausrasten. Aber wie geil das wäre. Stellt euch mal der Sie vor, halt so wie The Division.
Ja, nur halt voll verwachsen dann die Städte, ne? Ja, oder The Last genau, of Us genau. zum Beispiel. Das wäre so geil, mal mit DayZ als Legend. MMO. Ja, genau, bei einem Legend, genau. Hammer, ne, Alter. Und dann in den Städten so voll die Tiere. Genau, Alter. Ja, das können die Leute ja auch mal in die Kommentare schreiben, welche Städte die sich wünschen würden oder ob die so eine Riesenstadt cool finden würden. Ich würde, ehrlich gesagt, auch sowas wie I'm Legend oder in The Last of Us ja, würde genau. ich auch extrem ja. feiern. Der Major hat ja mal das Setting vorgeschlagen von The Last of Us, nur halt als DayZ-MMO. Ja, klar, das wäre auch schon dran. Wie geil das eigentlich wäre. Und ich finde bei The Last of Us, wenn man das The Last of Us ganze Spiel nehmen würde und würde nur die Welt ändern und so ein paar Sachen einbauen, die es bei DayZ schon gibt, ja, man hätte so eine Open World, dann wäre das so geil, das Game, Alter. Ja, ja, klar. Guck mal, hier sehen wir schon den Sonnenuntergang von links. Ja, sieht so geil aus. Das ist schon natürlich der Hammer wieder. Das Spielprinzip von DayZ ist ja schön. Und wenn man das dann zum Beispiel auf eine andere Map oder Gameplay noch ein bisschen verändert, da ist halt auch Potenzial für andere Spiele dann, ne? Copy and Paste nur anders, ne? Auf jeden Fall. Alter, Bronze, Mann. Ja, Mensch, aber was sagst du? Ist richtig der Weg? Ja, wir laufen ein bisschen auf gut Glück, so weißt du. Okay. Aber die Himmelsrichtung stimmt ja, deswegen sollten wir bald die Militärstation... Hat denn jemand von uns einen Kompass? Ja, ich. Ja. Wir okay. brauchen noch einen zur Not. Das könnte jetzt durchaus spannend zur werden. Not, so weißt du. Hier ist aber eine Straße, ne? Ja, ja. Ja, aber die führt aus Kamarovo raus, glaube ich. Ja, die führt aber auch da hoch, oder nicht? So ein Militärdingens. Grob. Ich glaube, ich habe mal diese Straße aus Kamarovo. Das meine ich aber auch, ja. Und dann bin ich mal zur Militärbasis gekommen. Aber dann stimmt unsere Richtung gerade auch eigentlich. Mhm. Das ist ja noch nicht die Straße. Wir sind ja noch nicht ganz weit hinten. Ja. Yeah. Also die Straße, die da hochgeht, das ist ja fast am Ende der Map. Hinten ist eine Antenne. Antenne bedeutet irgendwie gutes Zeichen. Klingt überzeugt, auf jeden Fall. Die Antenne. Ja, mal hier auf den Server gucken. Ja, der Server sind auf jeden Fall noch ein paar Leute am Start. Ruben ist unter anderem da. Ganzkörperrasur ist da. Oh, der Jammet ist auch da. Der Jammet. Ich, um ehrlich zu sein, war ich hier in der Militärdings nicht. In Pablo war ich nur einmal bis jetzt. Also das sind übrigens die Loot-Folgen, kann ich ja nochmal sagen, für alle, die sagen, was wir da überhaupt fabrizieren. Sind Folgen, in denen wir einfach unser Loot zusammenstellen und wir wollen euch das mal zeigen. Das ist so, dass... Also falls ihr euch fragt oder so, wie man DayZ denn anfängt, so kann man zum Beispiel anfangen. Weil wir sind ja wirklich mit nichts gestartet und die meisten sehen ja dann wirklich nur immer diese Action-Szenen und ich denke, dann geht das... was man halt, wie man anfängt, dann geht das immer an den Leuten so vorbei, genau. Wenn sie sich halt sagen so, ja, ich kaufe mir jetzt DayZ und baller da ein bisschen rum, das ist es ja nicht. Da gehört ja noch einiges dazu. Ja, ich habe ja gehört, dass zum Beispiel die Mod auch komplett zum Deathmatch irgendwie verkommen sein soll, ne? Das ist... Ja, aber in der Mod hast du auch Waffen, Alter, die, was ist das für ein Müll? Du hast da so ein Sniper-Rifle, keine Ahnung, so voll die OP-Waffen, weißt du? Und, das, natürlich wird dann da nur noch rumgeballert. Ja, klar. Weißt du, da sucht sich doch nicht irgendjemand seine Waffe irgendwie 20 Stunden. Wartet mal kurz, ich bin ein bisschen hinter euch. Hier wieder rumtrudelt der Bronze, weißt du? Okay, weiter. Bist wieder ein Flexibus, ey. Ja, ich brauch wieder 8 Stunden. Mindestens. Der Major spottet irgendwas ohne Waffe in der Hand. Hey, Kompass. Nee, dann ist ein Kompass geguckt. Achso, bei mir sah das. Ich werf dich mit dem Kompass ab, Freundchen. Ich seh was, ein Kompass. Alter, ich dachte jetzt wirklich. Bronze, ey, Mann. Ein Kompass gespottet, hallo? El Bronzo. Bronze will uns immer auf die falsche Fährte führen. Ja, apropos El Bronzo, meine Nudeln liegen immer noch da. Mit El Bronzo. Was? Es gibt Nudeln, die heißen El Bronzo. Ja, da stand so El Bronzo drauf und ich dachte mir, oh cool, die muss ich unbedingt kaufen. Hab ich natürlich direkt gekauft. Also hier hinter müssten wir eigentlich... Militärbase, hier Dings. Hier, Kurisa schon, Major. Ich bin gespannt, ob du recht hattest. Wenn ja, kriegst du auf jeden Fall ein dickes Daumen von mir nach oben auf deinem YouTube-Kanal. Das ist jetzt. Ja, das ist jetzt geschätzt eigentlich. Ja, und ein paar Likes bestimmt auch hier, ne, für einen guten Major. Schreib doch mal in die Kommentare. Danke, Major, dass du uns hier hingeführt hast. Hallo, wir sind noch gar nicht da. Wenn nicht, dann schreibt Major Idiot. Entscheidet jetzt, wie der Major jetzt hofft. Dürfen wir Major töten oder nicht? Ich finde den Elektroschocker immer noch cool. Aber hier vorne ist irgendwas, ich merke das an der Performance. Ja, also, ja. Als ich das Ding das erste Mal gesehen habe, das sah irgendwie so ein bisschen pervers aus. Ich weiß auch nicht, wie so ein da vorne, oder? Teil, ist SM da irgendwas? Oder so. Eine Peitsche, das ist ein Bad. Da sind doch Häuser, aber es ist so eine Scheune oder so, ne? Moment, wir sind...
Wir sollten da sein gleich. Irgendwann. Ja, vorne sehe ich auf jeden Fall ein paar Häuser, aber das ist keine Militärbasis. Irgendwas ist hier am Brennen. Oder ist es nicht der Ofen? Ach doch, da vorne, guck. Doch, da hinten, ne? Genau, da hinten links. Ja. Ach, der Major, wie geil. Und da ist der noch Major, eine. Der Major. Da vorne ist ein Prison. Alter, sehr gut vom Major. Sehr schön. Alter, was ist das für eine Big City, Mann? Alter, wir sind ja direkt da rausgekommen, Mann. Zieht euch mal rein. Stopp, bleib mal hier, Major. Ja, Leute, das sehen wir uns in der nächsten Folge an. Ich weiß, einige ärgern sich. Scheiße, oder? Vielen Dank nochmal fürs Zusehen und großen Dank an den Major, der uns hier hingeführt hat. Wir looten die City. Durch uns die Daumen, dass wir in der nächsten Folge coole Waffen haben und endlich mal Rampazamba hier machen können. Bis dahin, liebe Leute. Übermorgen 18:30 geht's weiter bei ihr. Daisy, ich krieg ja noch mehr. Daisy. Ciao. Okay.